Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bear Ride mit eurem Erik Vikingson in dem Ragnar. Und ihr seht schon, es ist Tag des Angriffes. Ich habe jetzt ein bisschen was vorgearbeitet. Wir kriegen auch noch gerade so eine Reklamationsparty. Die ist gerade aufgetauscht, bevor ich die angemacht habe. Die kommen von hier oben. Die wollen anscheinend uns ja wieder ein Dorf, aber die gehen hier drüber. Die Rückgewinnungstrupp, ich weiß nicht, wo die hinwollen. Eventuell gehen die hier lang und kommen dann hier lang gelaufen. Ich weiß es nicht, wäre natürlich cool, wenn das so wäre. Die gehen heute irgendwie anders oder die wollen, keine Ahnung, hierhin. Auf jeden Fall müssen sie bei uns vorbei. Ist jetzt auch egal. Ich möchte heute mit euch ein paar, diese zwei Camps auslöschen. Das ist die Aufgabe für heute. Es wird nicht einfach, aber machbar ist es, ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Jetzt bin ich, habe ich schon angefangen zu gucken, wie weit kann ich hingehen, bevor die kommen. Und kann hier ein paar Sachen schon mal anbauen. Weißt du, die Zäune. Dass wir das jetzt schon mal als allererstes gebaut kriegen. Das machen wir jetzt wieder mit den Zäunen. Auch wenn es nur ein Zweier-Camp ist, sind schon einige Leute hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ein bisschen fett. Deswegen lieber so. Und vielleicht kriegen wir sogar in einem Dreierzaun hingebaut. So, den ersten haben wir. Dann bauen wir uns den nächsten gleich auf. Nee, einen Garten brauchst du nicht, Rosa. Wo ist denn der Zaun? Warum ist denn der jetzt nicht angehittet hier? So, pass auf. Dann möchte ich gerne den nächsten so haben. Eventuell eingeschrägt. Das, dann kriegen wir sogar nur, brauchen wir vielleicht sogar nur zwei. So, das habe ich hin. Weil dann kann ich von hier gleich ranschießen. Oh Gott. Irgendeiner kommt uns gerade mega nah. Die Bronzepfeile sind fertig. Die habe ich übrigens auch angehittet. Dass wir die jetzt bauen können. Es wäre schön, wenn du wegbleiben würdest, Tybi. Das ist der Dreier. Und wenn ich jetzt einen Zaun da noch reinkriege, dann habe ich auf jeden Fall eine Billigmaßnahme hingekriegt. Komm, sei nett zu uns. Komm, Spiel. Jo. Wie gut ist denn das, Leute? Dann bauen wir uns jetzt ein. Mach das kurz weg. Wir haben jetzt den Bogen freigeschaltet plus die Pfeile. Und die werde ich jetzt kurz schon, wenn ich jetzt hier stehe, nämlich gleich beauftragen, bevor es jetzt gleich losgeht. Wir müssen das hinkriegen. So, wie gesagt, die eine Aufgabe mit den Planken und so weiter, das habe ich abgegeben. Da haben wir auch nur ein paar Münzen für gekriegt und ein bisschen Reputation, ansonsten passt. Ich finde es sehr gut so. Wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit, uns hier definitiv zu verteidigen. Müssten wir, glaube ich, hinkriegen. Wenn sie da stehen, ja, müssen wir mal gucken, wie wir sie treffen am besten. So, jetzt gehe ich kurz nochmal in die Gebäude rein. Will auf jeden Fall, dass die Bronzepfeile gemacht werden. Und die machen wir ja im... Jetzt lass mich kurz gucken... Gott, in dem Rennofen machen wir sie nicht, ne? Trockenständer schon. Ah, da haben wir schon viel Zeug. Werkzeugmacher. Bronzepfeile. Bam. Aufgefüllt. Oh, warte mal. Nee, warte mal. Immer 5. Bis nach oben. Und immer auffüllen. Zielmenge erreicht, Zielmenge erreicht. Da fehlt uns auf jeden Fall das Eisen. Leute, wir gehen rein. Gut, bist du bereit, mein großer Ragnar, für deinen Auftritt? Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt kommen wir nicht ran, ne? Ja, nee. Don't try anything stupid. Seht ihr das? Ich krieg die jetzt nicht hier. Den hab ich. Okay, doch, es klappt. Bei den Kleinen habe ich Probleme, bei den Großen. Guck mal, die gucken mir auf jeden Fall, das ist aber die Bronzepfeile, Leute. Guck dir das an. Easy peasy.
Das sind nur noch die paar. Wir gucken mal kurz. Wir holen uns auf jeden Fall unseren Loot hier. Ich glaube, wir müssen auch gleich was essen. Ja, das sind nur noch... Oh, guck mal. Das können wir gleich reinwamsen. Das nehmen wir uns mit. Dann haben wir Bücher bekommen. Die kriegen wir mit rein. Kriegen wir alles mit. Kartoffelpü. Leute, wie geil ist das denn? Ja, nee, denkst du, guck mal. Ah, das liegt aber daran, weil wir jetzt hier die Bronzepfeile haben. Komm her. Gib mir alles mit. Ja, die kriegen wir jetzt nicht rein. Pass mal auf, dann machen wir die weg. Und nehmen uns die Bücher mit. So, da haben wir jetzt nur noch die zwei. Richtig? Drei sind's. Das ist der kleine Verrecker hier, den ich nicht krieg. Könnt ihr mal hier rüberkommen? Komm mal hier rüber. Komm mal hier ran. Warte mal, da kannst du auch stehen bleiben. Wo ist er denn jetzt hin? Bauen die wieder ab. Boah, das ist doch eine Kupferquelle dort, ne? Ich werde es jetzt so probieren. Ich gehe jetzt drauf zu. Den haben wir. Den haben wir. Ist nur noch einer. Es ist nur noch einer. Der steckt da hinten fest. Das kann doch nicht sein, du Drecksack, du Dämlicher. So, wir haben's. Wir haben ihn. So, jetzt gibt's den Heim. Erstmal Bücher lesen. Alter, guck dir das mal an. Cranberries, das brauchen wir halt alles, ne? Ich pack die raus. Wir reisen kurz nach Hause. Eventuell sollten wir uns hier einen zweiten Wegschrein aufbauen und den dann da hinten wegmachen. Müssen wir aber Steine finden. Ich hoffe, wir finden jetzt nochmal drei Steine. Leute, das machen wir jetzt auch kurz. Pass mal auf. Wir bauen uns hier einen zweiten Wegschrein hin. So, müssen uns natürlich jetzt die Äste suchen. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal kurz drei Fische raus. Da sind auch die Steine, die wir brauchen. Brauchen wir noch einen Baumstamm, ne? Scheiße. Den habe ich komplett vergessen. So, dann brauchen wir nochmal Holz. Da liegt unser Fisch. Ich würde es halt jetzt tierisch ärgern, wenn wir es verlieren. Ich würde das kurz aufheben wollen. Und dann brauchen wir jetzt mal zwei von denen. Nimm das mal bitte hoch.
Ich kann jetzt aber auch gerade nichts essen, ne? Ich schmeiß das jetzt kurz. Was könnte man jetzt entbehren? Den mach mal raus. So. Jetzt in die Beute reingehe, packe ich das rüber. Kann ich gar nicht, ne? Doch. Leute, wir laufen einmal nach Hause. Wir laufen einfach einmal nach Hause. Wo sind denn die Typen jetzt hier? Die kommen wirklich zu uns runter. Was ist denn das für ein Reiseschild? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir laufen jetzt kurz nach Hause, gehen kurz pennen. Und wir müssen es ja trotzdem nochmal uploaden. Dann machen wir das zweite Camp dann nachher auch noch. Bronzepfeile sind durch, Leute. Mega gut. Dann nehme ich mir die definitiv gleich mit. Ja, es wäre jetzt dumm, wenn wir den Loot verlieren würden, wisst ihr? Deswegen machen wir es lieber so. Warum der Robin und so weiter unzufrieden sind, ich weiß es manchmal nicht. Es wäre halt cool, wenn das dabei stehen würde. Die sind unzufrieden, weil sie jetzt gerade nichts zu essen haben. Oder unzufrieden, weil die Rüstung gerade nicht die ist, die er gerne anhat. Oder weil irgendwas im Sack zwickt, keine Ahnung. Es wäre halt cool, wenn da stehen würde, warum sie unzufrieden sind. Weil du kannst es ja niemals gegensteuern. Ist aber jetzt weit gekommen, Großer. Oh, da kommen welche. Wir gehen mal kurz durch den Wald. So, dann nehmen wir uns die zwei Baumstämme mit von daheim, wenn wir jetzt gleich loslaufen. So, das passt doch sehr hervorragend. Guck mal. Fleischstoff ist durch, Fisch haben sie dann wieder zu essen. Also das ist alles in Ordnung. So, komm ab nach Hause. Ja, die sind schon hier. Die greifen uns jetzt auch noch gleich an. Also spenden können wir jetzt nicht. Da bin ich fast schon gewillt zu sagen, hey, wir greifen die an. Aber ich würde jetzt meinen Trupp nehmen. So, das behalte ich mir. Und einmal Püree. Der Rest geht rüber. So, boah. Das mit den Büchern machen wir jetzt anderweitig dann an einem anderen Tag. Ich packe die jetzt erstmal hier. Ne, warte mal. So wollte ich es machen. Pack die jetzt erstmal rüber. Dass ich die jetzt erstmal aus dem Gesicht habe. Dann werden wir jetzt einen Nachtangriff kriegen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Die Riemen können wir rüberpacken. Das ist sehr gut. So. Dann haben wir das auf jeden Fall erstmal hingekriegt. Wo habt ihr meine Ammo hin? Macht er jetzt alles ins Pfeillager? Kann ich mir das vorstellen? Definitiv bestimmt, ne? Wo sind denn die Typis? Die sind jetzt hier. Also die greifen uns definitiv an. Die wollen auch hören, den. Wenn wir jetzt pennen gehen, ist scheiße. Was geht denn hier eigentlich ab? Komm zur Scheune. Zur Scheune. Wahnsinn. Gib mir die mal bitte, gib mir die mal bitte. Dicker Wams. 29er verstärktes Hemd. Dann kriegt das unsere Püppi hier angezogen. Clara. Clara Maus, ich zieh dich jetzt mal kurz um, ja? Hier. Damit dir es jetzt schon mal gut geht. Gut siehst du aus, Mäuschen. So.
Dann werden wir jetzt auch mal gleich in die Waffenproduktion gehen. Ja, steht ja auch, dass die nach Höllendien wollen. Und der Überfall kommt auch noch morgen. Ach, Leute, ey. Messer 23, Kriegshammer auf 31. Kampfschwert, was ist das Wichtigste? Da brauchen wir aber Eisenbarren. Hier brauchen wir auch Eisenbarren. Alles, was wir keine Eisenbarren brauchen, werden wir jetzt bauen. Dann ist das Wichtigste, was wir haben. Der Kriegshammer, ne? Länge 72. Oh, der Kriegshammer schon mal gar nicht. Länge 72. Welche Länge habe ich? 59. Gut, dann werden wir für unsere Leute das Messer lernen. So, das ist das Messer. Das wird gebaut werden für unsere Leute. So, jetzt ist die Frage, wo kommen die? Die müssen da jetzt schon fast da sein. Die kommen hier durch den Wald. Also wir müssen jetzt warten, dass die kommen. Und dann haben wir nochmal den Angriff. Das heißt, wir müssen das verschieben mit da oben. Scheiße. Dann werden wir den Loot, der da oben liegt, jetzt alle verlieren, ne? Ja, die Kit. Die Kurtwood, das werden wir jetzt verlieren. Das ist natürlich richtiger Dreck. Aber wir müssen die jetzt angreifen, oder? Ich muss dann halt nochmal hoch. Aber das kriegen meine Leute nicht hin. Alleine. Wo sind die denn jetzt? Die sind fast da, Leute. Die sind fast hier. Okay. Mein Trupp. In meinen Trupp kommen mit. Wen hat man denn immer? Ernst. Gertrude. Helga. Ich würde sogar den Patrick noch mitnehmen, kurz. Ansonsten sind wir hier durch. Der Patrick ist unbewaffnet. Okay, dann geht der Patrick wieder weg. Patrick, Rosa, sorry. Patrick, Patrick, Patrick. Patrick ist Arbeiter. Kannst wieder gehen. Okay, wo sind die? Ich habe meine Leute hinter mir. Gehen wir? Wir gehen, oder? Kommt los. Es ist halt jetzt schweinedunkel hier. Da hinten laufen sie. Ach komm. Die Zweier kommen. Die laufen außen rum. Komm, geh mal. Ihr seht natürlich jetzt gar nichts, ne? Das tut mir jetzt echt leid. Alter, wo wollen die denn hin? Sind die bescheuert? Zieh doch mal ein bisschen Ausdauer, Großer, jetzt. Okay, die kommen.
gehe mit rein. Lauf! Lauf! Schlag ihn doch mal! Unglaublich. Das war jetzt schon wieder, da war schon wieder mehr Panik dabei als irgendwie alles andere. Aber ich muss meine Leute absolut... Ich muss sie besser einkleiden, Leute. Wir sind ja jetzt dran und auch neues Werkzeug, Schilder brauchen sie, das müssen wir auch lernen. Jetzt können wir halt trotzdem erstmal pennen gehen. Sagen wir, gehen jetzt pennen. Eventuell kriegen wir das da oben noch aufgebaut jetzt gleich. Bevor dann dieser Angriff kommt. Das wird jetzt dauern, bis sie kommen, denke ich mal. Guck mal, was wir für Essen haben. Da nehme ich mir einen mit. So. Ich werde mir, glaube ich, ein paar Offline-Tage nehmen. Und werde, glaube ich, unsere Leute mal so ein bisschen ausstatten dann jetzt hier. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Da hinten liegt noch ein Lootsack. Den würde ich jetzt gerne noch mitnehmen. Wichtig. Vielleicht sollten wir auch erst das Schild lernen. Ja, das Messer ist aber auch wichtig. Die machen das schon. Es wird jetzt noch einmal ein hektischer Kampf werden. Ich glaube, wenn unsere Leute dann definitiv gelevelt sind und alles gut ist, dann geht das vorwärts. Jetzt wird es nochmal dauern. Dass wir jetzt natürlich morgen den nächsten Angriff kriegen, ist natürlich richtig kacke. Aber wir können es nicht ändern. Ist egal jetzt. Müssen wir jetzt mit leben. So, der Angriff wird ja auch dauern, bis der kommt. Tag 107. Zwei Tage bis Winter. So, der Angriff. 10 Stück kommen da. Ich bin fast gewillt, die auszustellen, ne, Leute? Weil da kommen 10 Typen. Gerade nervig. War ich euch ganz ehrlich. Morgen. Du hier die zwei Hölzer. Gib mir die mal mit. Leute, ich werde den Angriff heute ausstellen. Einfach weil wir oben angreifen. Ich mache das jetzt, dass ihr mit dabei seid. Ich mach den jetzt kurz aus. Nein. Ganz einfach, wir greifen jetzt oben an. Die kommen jetzt nicht. Vielleicht kommen sie auch doch. Aber ich will mir definitiv das jetzt erstmal bauen hier. Ich weiß, warum wir hier waren. Wir waren hier in Farns.
Es wird ja jetzt nicht einfacher. Wo bin ich denn jetzt schon wieder hier? Vielleicht kommt der Angriff auch doch. Dann war es zu spät. Dann ist es halt egal. Wir werden es gleich sehen. Wie viele Pfeile hast denn du noch? 4. Die haben sie bestimmt da hochgebaut jetzt. Ja. Ich möchte das jetzt einfach da oben abschließen. Wisst ihr, wie ich das meine? Huch, Hölle. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, alles gut. Wie bin ich denn jetzt da reingekommen? In das Menü. So, wir werden das Schild jetzt dann auch... Nö, hier oben kriegen wir Weizen. Das passt schon. Das lasse ich einfach stehen. Wir laufen jetzt dahin. Ich denke, der Angriff wird trotzdem jetzt nicht kommen. Ich habe den jetzt ausgestellt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne auch vielleicht sogar ohne die Angriffe weiterspielen, denn wir haben genug Action zu tun. Und wenn da immer mehr kommen, immer mehr kommen, ich lasse das so. Dann lasse ich lieber die Reklamationsfeinde da kommen. Aber die anderen Feinde hier auf Pimmelbergen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust mehr drauf. Denn wir haben mit den feindlichen Lagern sowieso genug zu tun. Um Munition jetzt da immer rausfeuern, 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 weil die jetzt mal da kommen. Ganz ehrlich, das ist dann für mich kein Spielspaß mehr. Wir haben es ja jetzt nur auch oft genug gesehen, ne? Deswegen, ich würde es gerne so harmloser weiterspielen. Und dann voller Fokus auf die Banditencamps. Haben wir mehr zu tun. Sind das jetzt die Kunden hier, die gestern uns schon hier Hallo gesagt haben? Kann ja nicht wahr sein, ey. Bleibt ihr mal drüben. Und ich gehe meiner Wege hier. Ist das okay für euch? Ich dreht sich heute wieder, Großer, ne? Es tut mir echt leid. Kann natürlich auch sein, dass der Angriff jetzt dann wirklich noch kommt. Dann ist es jetzt der letztmalig der Ende. Also der letzte Angriff war von. Ich will definitiv das Banditencamp hier aber noch leer machen. Das muss doch hier bald sein. Boah, ist das so weit weg gewesen. Ach, da oben laufen die Nächsten. Wir gehen jetzt in das andere Banditencamp rüber, ne? Die könnten wir aber trotzdem wegmachen. Was fehlt denn? Fehlt noch ein Holz. So, wir haben unser Reiseschild. Ich denke mal, der Loot ist nicht mehr da, der hier lag. Haben wir nochmal ein Hanfding. So, wir clearen auf jeden Fall jetzt erstmal das Ding hier. Mach die dann drüben mit Eimer weg. Ist mir jetzt auch egal. Ah, der Loot ist jetzt leider weg, aber ist egal. Gibt Schlimmeres. So. Warte mal. Erstmal das Lager clearen. Bereits geplündert. Ich muss das immer gleich machen, ne? So, jetzt ist es geplündert. Die haben das da hochgebracht. Meine eigenen Leute. Jetzt brauche ich mich auch nicht zu wundern, was da los ist. Die sind ja wahnsinnig. Jetzt mal ehrlich. Ja, na klar, die sind da nachts da hochgelaufen, haben das da oben gebaut. Super, und das nächste Lager ist wo? Hier. Das ist da über dem Fluss drüber, ne? Da unten. Das ist das Lager da drüben.
Lass uns mal kurz gucken. Oh, da hätten wir doch aber sogar eine richtig gute Möglichkeit, die so zu machen, ohne einen Zaun. Wir hier runter? Dann schießen wir einfach von hier drüben da drauf. Swan. Wer soll denn das sein? Unten stehen wir hier im Wasser. Die kommen halt nicht rüber. Die wollten aber rüber. Guck das mal an. Das ist ja übel. Also da hoch? Schön wär's gewesen, ne? Guck mal, die kommen da gar nicht. Ist ja krass. Ist ja unfassbar. Die könnten wir von hier oben wegmachen. Da stehen sie und die kommen auch nicht zu uns. Aber guck mal. Oh, wow. Ich habe so das ganz dumme Gefühl, dass das a little bit buggy ist hier. Die kommen jetzt von da oben. Oh wow. Ja, und jetzt ist wieder gut. Ich kann den, glaube ich, keinen Damage hier unten machen. Ich schieße jetzt nochmal auf den Typen. Siehst du das? Ich mache gar keinen Damage. Okay, das ist buggy. Das ist nur Pfeilverschwendung. Er rennt auch nicht mehr. Jetzt. Aber so wie es aussieht, kommt der Angriff heute nicht mehr. Ich lasse das jetzt hier einfach stehen. Oder warte, komm, ich baue das jetzt ab. Das müssen wir ja jetzt hier stehen lassen. So. So, passt. Dann ist das weg, dann bringen wir das nach Hause und haben wir das nächste geklärt. Leute, ich weiß jetzt nicht, wir müssen auf jeden Fall die nächsten jetzt machen. Ich versuche jetzt halt irgendwie diese Camps wegzumachen. Das müssten wir halt auch irgendwann mal wegmachen hier. Hab ich gerade gedacht, die kommen da. So, wir sind daheim. Also ich glaube nicht, dass der Angriff kommt. Ich hoffe dann einfach mal, dass es dann morgen auch weg ist. So, haben wir hier nochmal irgendwas fürs Lager? Nee, das kommt da nicht rein. So. Und noch einmal Püree. So, also Essen ist jetzt auf jeden Fall da. Das ist sehr schön. So, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Was geht rüber? Das Buch mit der Stärke, das würde ich jetzt lesen. Dann sind wir da auch wieder durch.
Und da muss ich jetzt meine Leute anziehen. Jetzt muss ich mal zählen, wie viele Leute haben wir und wie viele haben aktuell schon das Zeug an. Das weiß ich nämlich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. So, ich habe noch drei. So, das mache ich kurz hier raus. Das mache ich auch kurz hier raus. Jetzt nehme ich mal die ganzen Bücher. Und jeden, den ich jetzt sehe, der liest jetzt erstmal ein Buch. Dann werde ich das jetzt erstmal machen. Dann haben wir das auch schon mal aus den Fingern. Und zwar fange ich jetzt bei dir hier an. Ernten, jagen und Arbeiter, dann kriegst du das Arbeitsbuch. Bitteschön. So, und so gehe ich jetzt hier durch. Dann haben wir hier den nächsten. Das ist der Lobo. Der Lobo ist untätig. Ist auch krass, dass der Lobo mal untätig ist. Und dir würde ich sagen, Ernten ist okay. Landwirtschaft, Kochen, Forschung, Arbeiter. Du kriegst zwei Hand, dann mache ich bei dir ein Hand. Bam. Und so gehe ich das jetzt durch. Das ist unsere Helga. Die Helga ist gut in Landwirtschaft. Dann würde ich sagen, hier hast du ein Landwirtschaftsbuch. Ja, und wie gesagt, so gehe ich jetzt hier durch. Dann wisst ihr da Bescheid. Und ich werde mir jetzt einen Plan für morgen raussuchen. Jetzt müssen wir halt gucken. Hier, Gewandtheit. Gib ihm. Dann haben wir hier den nächsten. Zweihand. Ernten, das brauchst du nicht. Ich gebe dir jetzt das Zweihandbuch. Das ist das Ernstel. Der Ernstel kriegt das Landwirtschaftsbuch. Dann ist er da durch. Wo stelle ich es mir jetzt an hier? Du hast doch keinen Helm, Clara, ne? Clara, liest du eigentlich gerade ein Buch von uns? Happy days, all thanks to you. Nö, macht sie nicht. Dann würde ich sagen, kriegt die Clara das Erntenbuch. So. Ja, so gehe ich es jetzt durch. Wenn jetzt ein Angriff kommen sollte, Leute, schalte ich euch dazu. Ansonsten mache ich das jetzt erstmal hier easy. Und dann gucken wir mal. Es wird das alles so hingekriegen, wie wir es jetzt, ja, wie wir es uns jetzt vorstellen. Ich lese gerade ein Buch. Ist aber schnell hierher gelaufen. Weißt du? Gut. Danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.